Hi Leute, ich bin Oldschool und herzlich willkommen zum wohl größten Update-Review-Video in meiner kompletten YouTube-Karriere. Man kann, glaube ich, nichts weiter sagen, als dass diese Map wunderschön ist. Aber, Cringe-Alarm, was sagt ein Wargaming dazu? Verfügbar ab Stufe 4 in Zufallsgefechten und Herrschaft, die Lagoon-Map. Repräsentiert eine Sammlung von Natur in der Wildnis Lateinamerikas oder Ozeaniens. In diesem Fall ist es eine verlassene Meeresküste mit mysteriösen verlassenen Tempeln, die auf der Küstenlinie, nachdem der Wasserstand in dieser Region gesunken war, sowie Siedlungen von einheimischen Bewohnern und militärischen Stützpunkte, in die sich die Lager der Archäologen verwandelt haben. Ungewöhnliches wurde in den Tempelruinen im Nordwesten der Karte gefunden. Die Karte ist voller schmaler Passagen sowie zahlreichen Felsen und Riffe. Und das zurückweichende Wasser hat eine kleine Höhle im Südosten der Karte, die tief in den Dschungel führt und es ihnen ermöglicht, praktisch ungemerkt in die Tempelzone einzudringen. Nun, das ist zumindest, was Wargaming sagt. Es wird insgesamt 5 neue schwere Panzer von Stufe 6 bis Stufe 10 geben. Jeder Panzer in der Abteilung wird einen ähnlichen Spielstil haben. Frontline mit guter Panzerung, besonders beim Turm, ein bequemes Geschütz und eine geringe Mobilität. Hier sind sie also. Auf Stufe 6 haben wir den Skoda PJS. Eine deutsche Wanne, ein russischer Turm, Panzerung aus der Hölle, aber auch sehr langsam, machen den zu meinen Favoriten in dieser Linie. Auf Stufe 7 haben wir den VZ-44-1, ein Panzer, von dem ich nicht wirklich überzeugt bin. Er hat eine riesige Kupola, riesige Unterwanne und mit Gold sieht es sehr schlecht für ihn aus. Aber er kann immerhin sidescrapen und er hat einen guten Schuss pro Schaden. Stufe 8 besetzt der TNH-105-1000. Ein schneller Reload, gute frontale Panzerung und ein Sidescrape-Monster machen ihn zu einem sehr guten Stufe 8 Fahrzeug. Auf Stufe 9 haben wir den TNH TVZ-51. Gute Turmpanzerung und gute Mobilität, jedoch muss er etwas in der Kanone einstecken. Das Stufe 10 Fahrzeug der Reihe besetzt der VZ-55. Eine Mischung von einem IS-7 und einer IS-4 verraten schon mal, dass er einen hohen Einzelschussschaden hat, von ganzen 470. Ebenso eine gute Panzerung, wie man es von einer IS-4 gewohnt ist, aber die Mobilität lässt zu wünschen übrig. Jedoch haben der Stufe 9er und der 10er eine neue Mechanik, der Gefechtsstabilisator. Diese funktioniert so: Bei einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 15 km pro Stunde vorwärts oder rückwärts wird der Zielkreis nicht zunehmen. Beziehungsweise er wird nicht größer, wenn man voll eingezielt ist. Unter der Kanone ist eine Benutzeroberfläche, die hilft zu verstehen, wenn die Mechanik funktioniert und wann nicht. Einfach gesagt, wenn sie funktioniert, wird sie grün aufleuchten, wenn nicht, wird sie orange aufleuchten. Wenn man jedoch seinen Turm oder seinen Panzer dreht, geht der Einzelkreis minimal auf. Da muss man vielleicht eine Sekunde einaimen, aber wirklich nur im minimalen Zustand.
kommen wir zu den Balance-Änderungen. Es wurden ganze drei Forschungszweige geändert und der Grund dafür sind folgendes. Erstens will man frische Luft und neue Gameplay-Rollen für Veteranenspieler erschaffen. Einfach gesagt, dass es sich nach etwas Neues anfühlt. Und zweitens sind die Änderungen wichtig für neue Spieler, da diese Änderungen in die Gameplay-Rollen der einzelnen Fahrzeuge bringt. Aus diesem Grund sind die Änderungen recht ähnlich bei den Zweigen. Als Beispiel bei einem FV4202. Das Update 9.9 hatte nur der Stufe 9 und der Stufe 10er die Option, eine Hash-Kanone auszurüsten. Der Stufe 8 und Stufe 7 hingegen hatten die Option nicht. Und genau das will Wargaming ändern, damit auch neue Spieler schon viel früher mit der Gameplay-Rolle vertraut sind. Wohl bemerkt, jeder, der die Änderungen ganz genau ansehen soll, kann gerne auf Pause schalten. Wir gehen hier nur leicht in den Statistiken rein. Und beginnen wir mit den französischen Heavys, die AMX 50B Reihe. Der Stufe 5er BDR G1B erhält erstmal so wie viele aus der Reihe ein bisschen weniger Panzerung. Dementsprechend aber mehr HP, Aiming-Zeit wird ein bisschen geringer, genauso wie die Streuung ein bisschen geringer und die Turmdrehgeschwindigkeit wird minimal schlechter. Und der AAL 44 Stufe 6er erhält ebenso weniger Panzerung, dementsprechend aber um 3 km/h Topspeed mehr, die Penetration wird ein bisschen schlechter, die Streuung dafür dementsprechend aber besser. Die Fuel Range ein bisschen schlechter und der Reload wird tatsächlich besser gemacht. Der Stufe 7er AMX M4 MLE 45 erhält erstmal um 100 Strukturpunkte weniger, dafür aber um fast eine Sekunde auch weniger Reload. Die Streuung wird verbessert auf beiden Kanonen, auch wenn der Turm sich dreht. Der Topspeed wird um ganze 7 km/h vorwärts verbessert und die Turmdrehgeschwindigkeit wird etwas schlechter gemacht. Der Stufe 8er AMX 50-100. Nur den ich eigentlich schon recht balanced fand, wurde dementsprechend auch nur ganz leicht angegriffen. Er erhält 50 HP weniger, dafür jedoch mehr Motorleistung. Die Bodenwiderstandswerte werden ebenfalls verbessert. Die Reloadzeit wird um eine Sekunde verbessert und die Turmdrehgeschwindigkeit ein bisschen schlechter gemacht. Der Stufe 9er AMX 50-120. Sehr interessantes Fahrzeug. Erhält erstmal mehr Turmdrehgeschwindigkeit. Dazu wird beim Stufe 9er die 2 Stufe 8 Stockkanonen entfernt und 2 neue Stufe 9 Kanonen hinzugefügt. Einmal eine 100mm Kanone mit ganzen 4 Schüssen und 310 Alpha und die zweite Option eine 120mm Kanone mit 3 Schüssen und 380 Alpha. Wohl bemerkt, die Top-Kanone bleibt exakt gleich, die bleibt auch auf dem Panzer drauf. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass die anstatt 3 Sekunden Intraclip nur 2,7 Sekunden Intraclip hat. Und das gilt auch für die anderen zwei Kanonen. Der Stufe 10er AMX 50B erhält erstmal 100 HP weniger. Dafür jedoch anstatt 3 Sekunden 2,7 Sekunden Intraclip und ganze 3 km/h mehr rückwärts. Nun, die Änderungen sind gewagt und bleibt bis zum Ende dran, denn vor allem die Autoloader und Autoreloader oder generell Panzer, die lange nachladen, bekommen einen extremsten Vorteil. Kommen wir zu den amerikanischen Jagdpanzern, die T110 E4 Reihe. Der beginnt ab dem M18 Hellcat, den Stufe 6er. Und er erhält generell überall ein bisschen mehr Panzerung. 50 HP mehr, die Streuung bei der Turmdrehung wird minimal verbessert, der Schuss pro Schaden wird ebenso erhöht, dementsprechend aber auch der Reload minimal höher, die Streuung wird ein bisschen erhöht und die Engine Power wird ein bisschen niedriger gemacht. Der Stufe 7er T25-2 erhält erstmal mehr Panzerung. Die Streuung bei der Turmdrehung wird ein bisschen verbessert, der Schaden pro Schuss wird erhöht,
Die Streuung wird dementsprechend auch minimal erhöht. Der Top Speed wird genervt um 6 ganze km/h vorwärts und die Engine Power wird ebenfalls ein bisschen schlechter gemacht. Der Stufe 8er T28 Prototyp erhält noch mehr Panzerung, ganze 300 HP mehr. Die Streuung bei der Turmdrehung wird ein bisschen verbessert. Die Topgeschwindigkeit vorwärts wird von 20 auf 28 km/h erhöht. Die Engine Power wird ebenfalls erhöht. Die Schussgeschwindigkeit wird ein bisschen niedriger gemacht. Die Fuel Range wird auch ein bisschen niedriger gemacht, obwohl man die als Jagdpanzer sowieso nicht braucht. Der Stufe 9er T30 mit den wohl interessantesten Änderungen. Erstmal wird seine Kupola um einiges verbessert. Ebenso erhält er ganze 300 Strukturpunkte mehr. Die Penetration dafür wird um etwas schlechter gemacht, aber 310 mm Pen mit Ansetzer sind immer noch mehr als genügend. Ansonsten kann man auch mehr Pen mitnehmen. Die Engine Power wird ein bisschen verbessert. Die Top Speed wird ebenso verbessert. Aiming Time wird besser. Der Reload Time wird besser. Und die Bodenwiderstandswerte werden ebenso besser. Kommen wir zum Stufe 10er, den TR-10E4. Einer meiner Lieblinge unter den Jagdpanzern. Nun, er erhält mehr Turmpanzerung. Er erhält die seitliche Panzerung mehr. Er erhält den Turm Overmatch mehr. Die Kupola erhält mehr Panzerung. Und er erhält auch ganze 250 HP mehr. Die Penetration wird um minimal schlechter gemacht, aber mit 365 ABCR-Pen sollte man immer noch keine Probleme haben. Die Turmdrehgeschwindigkeit wird ein bisschen erhöht. Die Fluggeschwindigkeit wird ein bisschen niedriger gemacht. Die Engine Power dafür mehr. Die Streuung wird aber ebenso um einiges erhöht von 0,32 auf 0,37. Wenn man alles ausrüstet, hat man ab 10.0 eine Streuung von 0,32 und das ist richtig heftig. Der Reload Time wird aber um nochmal eine Sekunde verbessert. Kommen wir zur letzten Reihe, die geändert wird, und das sind die britischen Mediums. Nun, der Stufe 6er Cromwell erhält ebenso mehr Panzerung, mehr HP, bessere Aiming Time, ein bisschen schlechtere Engine Power. Die Turmdrehgeschwindigkeit wird um ein bisschen schlechter und die Streuung wird um minimal erhöht. Der Stufe 7er Komet erhält, genauso schon wie alle anderen, mehr Panzerung. Die Engine Power wird um minimal niedriger gemacht, also schlechter gemacht. Die Kanonenstreuung wird schlechter gemacht, die Penetration der AP wird ebenfalls verbessert. Und der 7er Komet wird sehr interessant, denn ab dem 7er beginnt es, dass die Topkanone eine Kopie bekommt, aber anstatt die Gold eine Hash. Ihr habt richtig gehört, eine Hash mit 145 mm Pen und 200 Alpha ab Stufe 7 mit der Reload-Geschwindigkeit wird böse. Der Centurion Mark I erhält ebenso mehr Panzerung. Die Engine Power wird leicht verbessert. Der Reload Time der Stockkanone wird ebenso verbessert. Die Streuung wird erhöht. Die Granatenfluggeschwindigkeit wird ein bisschen niedriger gemacht, um ganze 100 Meter pro Sekunde für jede Munition. Und genauso wie beim 10er schon erhält er die Topkanone. Nochmal, aber anstatt der Goldmunition erhält er eine Hash mit ganzen 170 mm Pen. Nun, der letzte in der Reihe, der geändert wird, ist der Centurion Mark 7.1, der Stufe 9er. Und dieser Panzer erhält nochmal mehr Turmpanzerung. Die Streuung der L7B 105 mm Kanone wird verbessert. Die Fluggeschwindigkeit der Standardmunition wird für beiden Kanonen um 278 Meter die Sekunde verschlechtert. Und die normale HE auf allen Kanonen wird schlechter gemacht. Von 105 mm auf 65 mm. Aber ich empfehle generell, wenn man schon HE schießt, dann sowieso die Hash. Kommen wir zu den erstmal letzten Änderungen in diesem Update. Wargaming hat sich erstmal dazu entschieden, dass alle Panzer im Gefechtsstart voll nachgeladen sind.
Egal, ob es ein Kinderwerfer aka Deathstar ist oder ein Minotauro oder ein DVP oder auch ein FV4005. Alle Panther sind voll nachgeladen und zu diesem Thema kann ich nichts weiter als meine Kritik zu äußern. Erstmal macht es die so schon schnell endenden Zufallsgefechte noch viel schneller zu Ende. Zweitens sind viele Maps gerade auch in 7v7 Turnieren dadurch unspielbar und 2v2, 3v3 bis zu 5v5 Turniere hat man ebenso gar keine andere Option mehr als einen Autoloader oder Re-Autoloader zu nehmen, um zu gewinnen. Nun, das ist der einzige Punkt im Update, das ich wirklich nicht gut finde, und diese Kritik hat auch Wargaming von mir bekommen. Hoffen wir mal, dass die sich das zu Herzen nehmen. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, am Giveaway teilzunehmen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye bye.